So, dann bauen wir hier nochmal ein weiteres Mietshaus. Dann sind wir auch schon wieder blank. Mensch, wir sind dauernd blank. Mann, oh. So. Ich glaube, hier ändere ich das auch so langsam. Arbeitsbedingungen sind um 10 höher, Arbeitszeit um 25% kürzer und die Arbeiter bauen 25% weniger. Und das ist nämlich das Problem, liebe Leute. Dass die Leute dann weniger bauen, weil wir müssen ja zusehen, dass wir hier in Gange kommen. So, und ihr habt gerade gesehen, die Sandstraße hat sich zu einer geteerten Straße weiterentwickelt. Hört sich auch komisch an. Aber da die Straße jetzt mehr genutzt ist, wurde daraus eine Teerstraße. Ich hoffe, dass jetzt die Hütten hier bald mal verschwinden. Oh, hier wohnt sogar ein Farmarbeiter mit Rentner. So, man kann hier auch schön hören, wie sie das Holz schlagen. Also ich kann es hören, weil ich keine Musik anhabe. Ihr werdet das wahrscheinlich nicht hören, weil ihr ja eine Musik drauf bekommt im Nachhinein. Ja, genau. Super. Eine Person. In beiden Mietshäusern. Tolle Kiste. Na okay, jetzt sind schon zwei Personen. Es läuft nicht so wirklich, liebe Leute. Muss ich mal einfach so sagen. Aber man sieht, hier stapelt sich schon alles. Wir haben einen Wert von 15.000 locker da drin. Oh, es muss mehr werden. Wir brauchen das Geld. Dringendst. Also ich muss unbedingt zusehen. Zustimmung hat etwas abgenommen. Ich muss unbedingt zusehen, dass wir eine Rum-Destillerie kriegen. Genau, ich kam jetzt nicht auf das Wort. Damit wir ein bisschen mehr Kohle reinkriegen, weil wir brauchen echt Kohle hier. Wir brauchen Kohle, 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 Kohle. Ja, wer das vielleicht kennt, das stammt ursprünglich von Gronkh aus Minecraft, glaube ich. Stammte das. Zwei Bürger wurden zu Verbrecher. Solche Schweine. Einfach so zu Verbrecher werden. Und ich beschleunige jetzt mal das Ganze, weil damit das blöde Schiff endlich mal an Laden kommt, weil das braucht ja immer so lange. 20.000 miese, Alter. Wir brauchen Geld. 10 neue Einwanderer, okay. Geld brauchen wir und keine miesen Mensch. Ich bin sonst am Überlegen, ob wir eine weitere Zementfabrik bauen, aber ich glaube, das bringt auch nicht viel. Ich würde ja echt gerne die Rum-Destillerie bauen, aber die kostet 15.000 und mehr als 10.000 miese dürfen wir nicht haben. Das heißt, ich muss erstmal warten, bis die Großnationen zahlen, also sprich die USA und die UdSSR. Jetzt folgt erstmal eine automatische Speicherung. Supi. Wir haben 4.000 übrig. Dolle Kiste. Und das reicht trotzdem nicht für eine Rum-Destillerie. Oh, es ist zum Verzweifeln. Scheiße. Okay, dann bauen wir den Leuten hier zumindest erstmal eine kleine Unterhaltungsstätte, damit sie hier nicht komplett gefrustet sind. Nein, wir bauen... wo ist denn das Restaurant hier? Hallo? Restaurant? Restaurant? Nee, nicht Gourmet-Restaurant. Ich wollte das normale Standard-Restaurant haben. Wo ist denn das? Ja, es tut mir leid, liebe Leute. Ich bin ein bisschen verpeilt. Ich weiß. Bin ich jetzt doof? Oder bin ich jetzt doof? Ich wollte sowieso mal gucken. Das Parkhaus. Bürger und Touristen mit Fahrzeugen. Okay. Ja, das wollten wir jetzt nicht haben, sondern ich wollte jetzt mehr erstmal für Unterhaltung sorgen, damit die Leute da auch ja zufriedengestellt sind. Ach nee, ich glaube, das wurde ersetzt, ne? Irgendwie so war das. Durch das Schiffsrestaurant? Ich weiß es nicht. Okay, dann kriegen die was anderes. Dann kriegen die erstmal eine Bar. Keine Kleiderordnung, ja genau. Leckere Kleidung, ja. Leckere Kleidung, ja, ist klar. Bitte nicht andere Gäste voll kotzen, es sei denn, das ist wirklich lustig, super. Mittel- und Oberschicht. Ja, supi. Ja, machen wir mal keine Kleiderordnung. Kotzen sich die Leute schön gegenseitig voll, ne? Das ist ja auch toll. Supi. Ich kann irgendwie das Restaurant nicht mehr bauen, ich weiß gar nicht warum. Hat sich das wahrscheinlich schon längst verbessert. Ja, Gebäude freigeschaltet, Chefsrestaurant, alles klar. Dann hat sich das Thema geklärt.
So, die beiden laufen erstmal, aber momentan haben sie einen Leerlauf. Können wir nicht sogar im Laufe der Zeit eine U-Bahn bauen? Umspannwerk ist hier, ja. Aber irgendwo gab es nämlich auch noch eine U-Bahn. Und die können wir nämlich richtig gut gebrauchen, die U-Bahn. Die kommt aber, glaube ich, erst ziemlich spät. Dann bauen wir jetzt erstmal ein Umspannwerk, damit wir mal den Strom in die Stadt, in die Innenstadt leiten können. Hallo? Ja, natürlich ist das nicht am Stromnetz angeschlossen. So, bauen wir hier mal ein Umspannwerk hin. Also ihr seht, die Windturbinen haben nicht sonderlich viel Reichweite, nur die grün markierten Kacheln hier, die man so schön sehen kann. Ich zeige das mit der Maus, obwohl die Maus gar nicht aufgenommen wird von Loilo. Ist auch ganz toll. So, ja, wir sind wieder im Minus, das ist ganz toll. Mensch, wir müssen mal hier in Gang kommen. Was ist denn hier los mit der Wirtschaft? Arbeiten, 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 Leute. Die Hütten sind auch nicht weniger geworden. Was ist denn los hier? Es will auch kaum einer hier einziehen. Ja, Auslandsbeziehungen haben sich durch Dings verschlechtert. Ja, ist ja gut. Woran liegt das denn, dass die Zufriedenheit nicht so gut ist? Religion, ja, toll. Dann gucke ich mal. Keine Luxusgüter. Genügend Vergnügen, genügend Glaube. Die Leute beschweren sich einfach nur, dass sie kein Luxusgut haben. Genügend Nahrung, das ist schon mal gut. Und genügend Glaube. Aber es gibt keine Kirche, okay. Und genügend Vergnügen. ¿Qué necesita? Okay. Buenos días. Ja, es ist ein bisschen kurios. Keine Luxusgüter. Die beschweren sich alle, dass keine Luxusgüter. Da ist ungenügend Vergnügen. Excelencia? Also jeder ist mit jedem unzufrieden irgendwie, kann ich mal so sagen. Übertriebenermaßen. Ungenügend Luxusgut und Gesundheit. Okay. Ja, liebe Leute, aber ich brauche erstmal eine stabilere Wirtschaft, sonst kann ich nichts machen. Das ist ja das Blöde. Ich würde ja gerne, wie gesagt, die Rumdestillerie bauen, aber die ist so scheiße teuer. Und mit den 8000, die wir da jetzt drin liegen haben, erreichen wir auch nicht viel. Ist ja doof. Ich glaube, ich baue mal ein paar Parkhäuser. Ich glaube, die bringen mir wahrscheinlich nicht sehr viel. Aber man kann es ja einfach mal machen. Wahrscheinlich werden jetzt einige auch in die Kommentare schreiben, das brauchst du gar nicht und warum machst du das denn und bla. Ich mache das jetzt einfach mal so, weil irgendwie muss die Wirtschaft ja mal in Gang kommen. Und da ich sowieso nicht genügend Geld habe für die Rumdestillerie, ihr seht, wir haben schon wieder 10.000, okay, 11.000 minus. Schlechtes Gesundheitswesen führte letztes Jahr zu 3 Toten. Ja, toll. Der ist zu Fuß dahin gelatscht, ey. Ernsthaft? Ernsthaft? Der ist da zu Fuß hingelaufen. Wo wohnen die denn? Die scheinen ja ganz am Arsch der Welt zu wohnen. Ja, tun sie auch. Super. Aber das Parkhaus scheint genutzt zu werden. Okay. Kurios. Ich verstehe die Welt momentan zwar nicht, aber gut, okay. Wir zimmern hier einfach nochmal ein Parkhaus hin. Einfach, weil ich es kann. Weil irgendwie müssen wir ja für eine stabilere Wirtschaft sorgen. Aber es zieht schon mal mehr Leute ein. Das sind zwar die... Ah, Holzfäller ziehen jetzt auch ein. Sehr gut. Wir müssen jetzt die Hütten auch langsam mal abnehmen. Und die Zufriedenheit sinkt. Warum sinkt die Zufriedenheit? Ihr Penner, sag doch mal zufrieden mit meiner Arbeit, Mensch. Manu, das geht doch nicht. So, das Parkhaus wird gebaut. Okay. Umspannwerk ist fertig. Ihr seht, das Umspannwerk hat eine viel, viel größere Reichweite. Und immer mehr Bürger werden kriminell. Was soll das? Oh, Scheiße. Oh, Kacke. Das ist ja richtig rot. Und ich habe wahrscheinlich übelst übersteuert. Das tut mir leid, liebe Leute. Ich kriege das mit der Übersteuerung irgendwie nicht in den Griff. Ich weiß nicht warum.
ist ganz kurios. Wir haben schon wieder fast 12.000 minus. Ey, das kann nicht wahr sein. So kann ich nie die Rum-Destillerie bauen. Das ist ja doof. Das ist doch scheiße. So, jetzt muss ich nochmal beschleunigen, weil der Hafenarbeiter ja von mal eben von der einen Karten her vom einen Kartenende zum anderen übertriebenermaßen laufen muss. Damit auch mal ein bisschen Geld anladen kommt. Wir haben jetzt 13.000 drin, 8 neue Einwanderer. Das Geld von der von den Großmächten ist da. Was hat er Ihnen diesmal verkündet, Vater Esteban? Dass wir zwei von jeder Tierart nehmen und eine Arche bauen sollen. Diese dann gelb anstreichen und mit ihr abtauchen sollen, damit alle darin leben können, bis die Sintflut vorbei ist. Ein gelbes U-Boot? Vater, Sie haben nicht vernommen, sondern gleich vier. Die ja. Verbindliche Wahlen in Tropico. Präsident, wie Sie wissen, stehen die hiesigen Wahlen unter der Beobachtung der Vereinten Nationen, die ich repräsentiere. Ja, ganz toll. Der Termin ist in 12 Monaten. Unsere Experten werden die Abstimmung und die Auszählung überwachen. Ich garantiere, dass es keinen Wahlbetrug geben wird, welche Art auch immer. Dann verfasse ich jetzt besser meine Rede. Unterkunft, loben. Ja, wen könnte man loben? Ja, ich lobe mich einfach mal selber. Nee, nee, nee. Welche Fraktion hat denn hier das schlechteste Ansehen bei mir? Militaristen und Religiöse, okay. Ach, dann nehmen wir mal die Militaristen mit. So. Versprechen, angemessene religiöse Zufriedenheit. So. Rede halten. Ich bin jetzt einfach mal ruhig, gleich wenn die Rede losgeht. Getreue Tropikaner, ich möchte die großen Fortschritte hervorheben, welche wir gemacht haben. Die Produktion wuchs stetig. In manchen Regionen betrug die Wachstumsrate gar 25%. Ich sage euch, wir werden den 5-Jahres-Plan in 4 Jahren erfüllt haben. Das nenne ich Fortschritt. Ja, es gibt Probleme. Es wird immer Probleme geben. Besonders in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation. Die Hütten in der Stadt, von denen ich in den letzten Tagen viel hörte, ist eines davon. Und es wird eine Lösung geben. Wie sich auch alles andere auflösen wird, sobald sich die Weltwirtschaft stabilisiert hat. Im Laufe meiner Jahre als Präsident habe ich eure Dankbarkeit erfahren, meine Kompanieros. Leider bin ich nichts weiter als ein bescheidener Diener und ihr seid meine Herren, meine Auftraggeber. Ich möchte den mutigen Verteidigern Tropikos sowie allen Militärs meine Dankbarkeit zeigen. Als Nation haben wir viel erreicht. Um unsere Ziele zu erreichen, haben wir aber noch einen langen Weg vor uns. Eine gottlose Nation. Es war so klar, dass der jetzt wieder kommt. Ich verspreche während meiner nächsten Amtsdauer genug Andachtsworte für alle aufrichtigen Tropfen. Und er hat schon was kaputt gemacht. Die Macht der Regierung nutzen, die Menschen vom Sieg zu überzeugen. Verpiss dich, Tornado. Ja, schön auf meine frisch gebaute Destillerie, super. Alter, bist du gleich mal fertig? Ja, diese Tornados, die nerven mich einfach. Die gehen mir so richtig auf den Sack. Immer mitten rein. Das finde ich so richtig scheiße von dem Spiel. Ich habe über 20.000 Minus. Und jetzt kommt der scheiß Tornado noch und haut noch oben drauf. Das war das Parkhaus. Ganz toll. Ach, die Bar hat es auch gleich platt gemacht. Ja, toll. Och, Mann.